so. Leofric, das war ein easy Auftrag. Da waren die Sidequests wesentlich schwieriger. Muss ich mal so sagen, wie es ist. Okay. Was? Du bist zurück? Um ehrlich zu sein, ich dachte, du hättest keine Chance gegen die Räuber. Entschuldigung, da habe ich dich wohl falsch eingeschätzt. Naja, Hauptsache du lebst, oder? Früher war das Pfarrhaus ein Ort der Stille und Besinnung für die Quiverons. Heute nutzen Banditen den Zweitwohnsitz als Versteck und bedienen sich sogar des Namens der Adeligen. Tja, die Zeiten ändern sich. Alles ist vergänglich, wie man so schön sagt. Die Situation passt auch hervorragend zu meiner eigenen Lage. Gerade noch himmelhoch jauchzend und dann am Boden zerstört. Du bist allerdings stärker als erwartet. Wer weiß, vielleicht wird mein sehnlichster Wunsch ja auch einmal von einem Typen wie dir erfüllt. Okay, sein sinnlichster Wunsch. Der Lügenbaron. Oh ja. Oh ja. Oh cool. Juchledersandalen. Verteidigung plus 6 ist schon geil. Ja. Magieabwehr. Ja, komm, nee, ich nehme die Dinger. Juchleder Kaligare. Keine Ahnung, was das sein soll. Ich kenne mich mit Jun ja nicht aus. Cooler Scheiß. Wunderbar. Und die Fanfare ertönt auch mal wieder. Da wir die Musik eingeschaltet haben. So, dann wollen wir mal die Schüchen gleich anziehen. Schon wieder neue Schuhe übrigens, ne? Ja. So. Oh Gott, da ist die Hose zu sehen. Komplett. Wenn das keine Jogginghose ist, weiß ich auch nicht. Erzähl mir nichts. So. Dann ran damit. Bin gespannt. Oh Gott. Viel zu viel von der Hose zu sehen. Ah, scheiße. Jesus Maria. Ich sehe aus wie ein Clown, ganz ehrlich. Muss das denn sein? Ich finde das nicht gut. Gut finde ich das nicht. So, dann möge er sprechen für den nächsten Auftrag. Sidequest irgendwo? Nein, ne? Nichts zu sehen. Dann next one. Leofric sucht jemanden, der einen Botengang für ihn übernimmt. Schon wieder, meine Güte. Danke, dass du dich der Belange der Leute hier angenommen hast. Du siehst ja, in welch erbärmlicher Verfassung ich bin. Die meisten Gesuche hätten mich wahrscheinlich maßlos überfordert. Wenn du jetzt noch bereit wärst, einem alten Frack wie mir einen letzten Wunsch zu erfüllen, dann werde ich dir im Jenseits eine Liege neben mir reservieren. Direkt an den Badeseen aus Lava. Aber genug der Flachsereien. Siehst du diesen Dolch hier? Ein bisschen alt, ja. Aber macht was her, nicht? Ich wüsste ihn gerne in den Händen von Fufulupa in Horizont. Was meinst du? Nee, der Plunder hat keine besondere Bedeutung. Aber in meinen Händen taugt der Dolch höchstens noch zum Brotoschmieren. Da gebe ich ihm lieber jemanden, der ihn vielleicht noch mal im Kampf einsetzen kann, bevor ich hier den Löffel abgebe. Aus dem Grab lassen sich Aufträge nämlich schlecht vergeben. Okay, cool. Ein Dolch übermitteln. Was war das für ein komisches Geräusch, das hier zu hören war? Irgendwie, hat das was mit dem Chat hier unten zu tun? Muss mal kurz schauen, hat da einfach einer geantwortet. Nö. Oder? Nö. Ich meine, es kam von dem Chatfenster unten. Kein Plan. Howdy, I've fallen, I can't get up. Will you please raise me? Zentrales Tarnalan. Oh cool, kann ich da... Wo ist denn das? Wird mir das hier angezeigt? Little Short... Was? Ja, würde ich... Ach cool, kann man das machen? Hartwood-Copter. Wie ist denn das? Kann ich da jetzt hin? 28, 21. Ich habe keinen Plan, wie ich das navigieren soll. Das kann ich doch bestimmt irgendwie herausfinden. Wenn ich da jetzt draufklicke. Nee, ich kann gar nichts woanders draufklicken. Zuflüstern. Zentrales Tarnalan. Ja, ich bin im zentralen Tarnalan. Wo bist du denn genau, Little Short Boss? Insane. Das ist blöd. Was ist denn hier? Zentrales Tarnalan, super, ja, klar. Aber die genauen Koordinaten wären nicht schlecht. Ich habe keinen Plan, wo das sein soll. Westliches Tarnalan. Achso, ich muss jetzt zurück zum... Ja, nee. Ich würde ich gerne tun, aber ich muss mich da genau mit beschäftigen. Das ist aber nice, wenn man über Chat hier... Aber ich kann auch gar nicht heilen, oder? Kann ich heilen? Könnte ich denn heilen? Einfach so. Ich glaube, da muss ich doch erst die Magie dazu haben, oder nicht? That is a question.
die man mal rausfinden müsste. Guck mal, ich kann aber auch direkt teleporten, oder nicht? Normalerweise Horizons. Da will ich doch hin, oder? Da will ich doch hin. Nee, das ist ja hier vorne Horizons. Scheiße. Oder? Das war jetzt schlecht. Nee, westliches Hallan, stimmt schon. Ich bin genau richtig. Ich bin genau richtig. Beziehungsweise, ja, voll. Fufuluba, da ist es schon. Geil. So schnell kann's gehen. Hallo. Edler Abenteurer, wie schön, dich wiederzusehen. Danke, dass du das Schreiben für mich überbracht hast. Was sagst du? Du hast auch etwas von Leofric für mich? Das... Aber das ist ja der Zierdolch, den seit jeher stets der Kommandant der Messerklingen getragen hat. Für unsere Männer ist er fast ein Heiligtum. Ich soll den Dolch an mich nehmen, hat Leofric gesagt. Das kann er doch nicht ernst gemeint haben. Ich bin des Dolches nicht würdig. Bring ihn zurück. Nein, warte. Bestimmt will Leofric mir mit dieser Geste etwas sagen, dessen Bedeutung ich noch nicht begreifen vermag. Ich werde den Dolch in Verwahrung nehmen, bis wir wissen, was ich mit ihm tun soll. Und mich bemühen, ihm in der Zwischenzeit keine Schande zu bereiten. Das gelobe ich mir bei meiner Ehre als Mitglied der Messerklingen. Ja, mein Süß. Da gelobt er. So. Und Fufuluba hat schon wieder den nächsten Auftrag für uns. Ich würde aber sagen, ich mache ihm ein kleines Päuschen und wir sehen uns dann next time. Bis dann. Ciao, ciao. So, willkommen zurück bei Final Fantasy Realm Reborn. Und wir stehen hier mitten im Ort Horizon, glaube ich. Oder? Bin ich da jetzt falsch? Ja, Horizon. Sehr schön. Und wir werden jetzt mit Fufuluba reden. Bevor wir dies aber tun, was ist an diesem Bild falsch? Genau, es nervt mich nämlich brutal hart, dieser Helm. Und von daher werde ich ihn jetzt absetzen. Und da ich ihn aber brauche, den Stats wegen, werde ich ihn kurz vor einem Kampf wieder aufsetzen. Aber wozu habe ich mir dann diesen schönen Charakter gemacht, wenn ich ihn denn nicht betrachten kann während des Spiels? Das finde ich immer ein bisschen schade. Von daher ist diese Maßnahme jetzt mal gegeben. So, dann ab zu Fufuluba und unseren nächsten Auftrag abholen, den nächsten Main-Auftrag. Fufuluba sorgt sich um seine Kameraden, die als Geleitschutz für einen Expeditionstrupp entsandt wurden. Werter Abenteurer, solltest du mein inneres Flehen erhört haben? Ja, einem Helden wie dir traue ich selbst telepathische Kräfte zu. Nun, wie dem auch sei, mein Anliegen ist dringend. Die Messerklingen brauchen unbedingt deine Hilfe. Eine Gruppe von Traumaturgen hat sich zu Ruinenexpeditionen ins Tal der Spuren begeben. Unter ihnen befinden sich auch einige bedeutende Persönlichkeiten, wie der Abgeordnete Lodorito vom Scorpio-Kreis. Zu ihrem Schutz haben wir Messerklingen die halbe Rosenkompanie entsandt. Das sind erfahrene Männer und Frauen, die normalerweise für die Bewachung von Horizont zuständig sind. Trotzdem finde ich keine Ruhe, nicht auszudenken, wenn einer der Expeditionsteilnehmer einem Monsterangriff zum Opfer fiele. Die Zukunft Uldas steht auf dem Spiel. Deshalb bitte ich dich, begib dich ins Tal der Spuren und unterstütze die Kompanieführerin Totoruna bei ihrem Vorhaben. Okay, welchen Namen habe ich denn da gelesen? Lodorito. Den kennen wir doch schon mal vom Hörensagen. Der wurde doch des Öfteren erwähnt, als wir gegen diesen Steinriesen gekämpft haben. Ist das nicht ein Bösewicht? Ich bin mir nicht mehr sicher. Jedenfalls sollen wir ihm jetzt helfen. Warte mal kurz, wo muss ich denn jetzt hin? Ach, ich muss da runter. Ich muss runter in diese Grube da jedenfalls. Auf der Karte hier oben. Auf die Karte, genau, hier oben. Den Mauszeiger. Ich sollte mit Fraps doch mal den Mauszeiger zulassen. Ich glaube, es liegt nämlich daran, dass man den Mauszeiger nicht sieht. Weil ich das bei Fraps abgeschaltet habe. Aus der Angst heraus, verschiedene Bilder in Zwischensequenzen verschandeln zu können, aus Versehen, mit einem Mauszeiger. So, genau, da vorne müssen wir jetzt hin. Ach, das sind diese Ruinen hier. Jetzt wird's aber düster. Das ist nachts auch noch. Dann wollen wir die mal unterstützen. Bei ihrem Auftrag. Ah ja. Nunuzofu, Totoruna, hallo ihr beiden. Bei euch soll ich mich melden. Mir wurde gesagt, ihr braucht Hilfe. Wer ist denn da noch alles? Wer bist denn du? Schneller, Jungs, wir haben nicht den ganzen Tag Zeit. Was sagt er? Der Eingang muss hier irgendwo sein. Okay. Da wird schon fleißig geforscht.
an dieser Statue. Hallo. Was willst du hier? Hat dieser nichtsnutzige Trottel von Fufulupa dich geschickt? Dem Kerl ist echt nicht zu helfen. Merkt er denn nicht, was für ein schlechtes Licht es auf uns wirft, wenn er einen blutigen Anfänger wie dich schickt, die mich vor der Gesandtschaft aus Ulda zum Gespött macht? Dieser begriffsstutzige Idiot. So langsam sollte er auf den Trichter kommen, warum wir ihn immer in Horizont zurücklassen. Er würde uns nichts als Scherereien machen, aber das schafft er ja augenscheinlich auch prima aus der Ferne. Ein lästiger Klotz am Bein ist er, nichts weiter. Als Messingklinge sollte sein Verstand scharf genug sein, wenigstens das zu kapieren. Aber wie es aussieht, ist die Hirnschnecke selbst dafür zu stumpf. Okay, der Klotz am Bein. Habe ich das erledigt? Obwohl ich hier gar nicht benötigt werde anscheinend. Na gut, ich schließe ab. Und alles ist gut. Ach guck, okay. Jetzt muss ich mich doch mit denen zusammensetzen. Totonura, machen wir erstmal die Nebenquest. Totonura wäre gern ein paar der Oroben in der Umgebung los. Der Orobon. Du schimpfst dich Abenteurer, nicht wahr? Also gut, dann will ich mal so nett sein und dein Leben ein wenig abenteuerlicher gestalten. Wir von der Rosen Company der Messingklingen wurden von Kommandant Baldwin als Geleitschutz für einen Expeditionstrupp der Taumaturgen hier ins Tal der Spuren entsandt. Wenn der Kommandant zur Inspektion erscheint, darf hier kein Monster mehr rumkriechen. Knöpft dir also am besten direkt ein paar Orobon vor. 6 von denen dürften selbst dich nicht überfordern. Okay. 6 Orobon töten, ja. Wieder ein ganz normaler Kill-and-Skill-Auftrag. Ach, stopp, Mann, ich verlasse den Kreis gerade. Hier, Orobon. Na den, würde ich sagen. Ich mache aber kurz mal hier die Musik aus. Dann kann ich nämlich schön im Schnitt meine eigene drunter legen. Hintergrundmusik, nein, nein. Hintergrundmusik. Ja, genau, die muss raus. So. Wunderbar. Dann, Orobon, du musst dran glauben, tut mir leid. Komm schon. Mein Ziel ist außer Reichweite. Jaha. Das ist wunderbar. Jetzt müssen wir ein paar Fische hier schlachten. Ich hab kein Problem. Komm schon. Irgendwie bin ich ein bisschen raus. Ich habe ein bisschen liegen lassen, das Spiel, die letzte Zeit. Jetzt muss ich erst nochmal hier abchecken, wie das mit der Steuerung nochmal genau funktioniert. Das ist leider des Öfteren der Fall, wenn man ein Spiel liegen lässt. So, Nummer 1 haben wir, oder? Läuft. Super. Dann der nächste hier, bitte. Möge das Fischgericht angerichtet werden. So. Jiha, ich bräuchte noch mal ein neues Schwert irgendwie, glaube ich. Dieser Holzklotz da ist ja auch von Anfang an schon sehr unschön gewesen. Und man könnte das doch wesentlich eleganter gestalten, aber dazu müsste ich nochmal zum Marktplatz, aber da habe ich irgendwie keine Lust drauf, wirklich. Denn der Marktplatz, der stresst mich sehr mit seinen Frame-Einbrüchen und dem vielen Trubel. Das liegt mir nicht so, der Trubel. Der Trubel ist kein Jubel für mich. So. Ach, wunderschön. Wir kommen noch ganz gut klar ohne Helm, stelle ich fest. So viel mehr Energie bekommen wir gar nicht abgezogen. Gut, es ist jetzt hier ein kleiner Orobon, aber trotzdem finde ich das gut. Wir können sogar hier mal hauptschalten. Okay. Der ist weg. Dann bist du der Nächste. Der Blick wandert rüber. Bleibst du hier? Bleibst du gefälligst hier? Da jumpt er mich an. Das ist ja gelacht, wenn ich dich nicht fertig kriege hier. Komm her, du Bam! Schöne Stichattacke. Jiha. Okay. Das läuft. Das läuft und da ist er hinüber. Sollen wir kurz schauen. 4 von 6 haben wir. Nadine, wo ist denn der Nächste? Da ist er schon wieder. Die sind alle hier im Umkreis. Das ist ja ziemlich angenehm. So. Ja, kein Problem. Das sollte schon erledigt sein, obwohl es könnte, glaube ich, auch schneller gehen. Du Fisch! Geh weg! Und stirb. Bam, okay, läuft. Super Geschichte. Ich denke mal, warte mal kurz, kann hier aber doch irgendwelche Sachen zum Verstärken. Um 20% mehr. Donnerklinge. Nee, ich habe gar nichts zum Verstärken für mich. Schurkenschwert. Ich dachte, ich hätte irgendwas, um meine
Attacken etwas effektiver zu machen. Aber dem ist nicht so und da ist auch der letzte Orobo. Der letzte der Orobos. Unser schönes Halskettchen ist auch zu bewundern. Ach schön. Schön, schön, schön. Nur die Hose ist wieder aus der Hölle, muss ich sagen. Also die Hose und die Handschuhe. Ne? Farblich als auch designtechnisch nicht in Ordnung. Und dann noch das Schwert dazu, also das ist echt clownhaft. Das müssen wir ändern demnächst. Das finde ich nicht in Ordnung, so wie das ist. So. Dann sind wir durch hier. Dann sind wir durch hier und werden das mal mitteilen der guten Totoruna. Und war das genug Nervenkitzel für dein Abenteurerherz? Ich bin ja für jeden der stinkenden Fische dankbar, den ich nicht selbst erledigen muss. Wir schaffen das hier selbstredend auch ohne deine Hilfe, nur damit das klar ist. Ich habe dir lediglich einen Gefallen getan. Merkt dir das. Und jetzt lenk mich nicht weiter von der Arbeit ab. Wenn hier einem der hochwohlgeborenen Herren Forscher auch nur eines der parfümierten Löckchen gekrümmt wird, sind wir unseren Posten nämlich auf der Stelle los. Tja, der ist ja äußerst dankbar. Oh, was haben wir denn hier? Bronzesparta. Ja, geil. Gerade noch erwähnt. Und schon haben wir die Möglichkeit. Juch, Lederhimantes. Aber das ist nichts für mich. Das ist auch kein Schwert. Knochenstab. Nein, ja, geil. Ein neues Schwert. Bronzesparta. Her damit. Cooler Scheiß. Dann wollen wir uns direkt mal ausrüsten hier. Character. Dann können wir diesen Holzbalken endlich entfernen. Waffen können gewechselt, aber nicht abgelegt werden. Achso, ja gut, dann. Wo ist er denn? Bronze Gladius. Da ist er doch. Bronze Sparta. Cool. Warum können Waffen eigentlich nicht abgelegt werden? Finde ich auch komisch. Lass uns das gute Stück mal anschauen. Stopp. Ah, da hat die Steuerung geändert. Ich habe jetzt gar keine Waffe ziehen mehr. Greifen wir mal diesen. Oh, diesen Orobo hier an. Zeig mir das Schwert. Ah, sehr schön. Okay. Sieht wie ein normales Schwert, also aber wesentlich schöner als unser letztes. Finde ich. Immer noch. Von daher, alles gut. Nee, du kannst ablassen von dem. Und wir können der Main-Quest weiter folgen, beziehungsweise was ist denn da oben noch? Guck mal, da hinten hat es noch Nebenquests. Ganz viel. Wollen wir erstmal dahin laufen? Und schauen, was da abgeht. Nebenquest technisch. Da ist ja einiges am Laufen. Ach, ich glaube, die waren früher gar nicht freigeschaltet für mich. Diese Nebenquests, die haben wir schon vor längerem gesehen. Ah, hau hin, wollte ich sagen. Schau hin, oh. Oh, Edalen. Sieht von der Ferne schon mal sehr, ne? Lecker aus. Lecker. Dann Edalen, hallo. An der Mondsichelbucht braucht Edalen Hilfe. In den Fischernetzen hat sich Müll verfangen, den es zu entfernen gilt. Okay, anspruchsvolle Aufgabe. Hallo, hast du kurz Zeit? Du könntest mir bei der Pflege der Fischernetze behilflich sein. Diese Fischernetze kommen während des Fischfangs auch mit dem Meeresboden in Kontakt, der leider immer wieder von Umweltsündern verschmutzt wird. Der Müll verfängt sich dann in den Netzen und ich muss ihn per Hand entfernen. Es wäre sehr nett, wenn du mir dabei helfen könntest, den Müll aus den Netzen zu entfernen. Ja, aber gerne doch. Schönen Frauen helfe ich doch immer gerne. Wer tut das auch nicht? Die Frage ist nur, wie mache ich das? Ah ja, Treibgut. Da, schau her. Müll aus dem Fischernetz entfernt. 1 von 3. Ach so, das sind noch meine Fischernetze. Ah, okay. Ah, wunderschön. Im sternenklaren Nachthimmel pflegen wir die Fischernetze von Edalena. Na, komme ich jetzt nicht irgendwie hoch? Ah, so. Wenn das nicht romantisch ist. Geil. Cool. Erledigt. Machst du es schon jetzt? Bitte habt noch einen Auftrag für mich. Vielen Dank, sehr nett von dir. Die Instandhaltung der Fischernetze ist eine sehr wichtige Aufgabe für die Frau eines Fischers. Ich hoffe täglich auf einen guten Fang, bete für die Sicherheit der Seefahrer und flicke die Netze. Ich tue alles, was ich kann, um meinen Mann abends wieder in die Arme nehmen zu können, wenn er mit reicher Beute am Steg anlegt. Na, das ist natürlich enttäuschend. Jetzt fängt sie von ihrem Mann hier an. Das ist natürlich Gift. Schade. Juch, Leder, Federfaustlinge, Fäustlinge, Bronze, Panzerhandschuhe. Das hört sich doch wesentlich besser an. Oh, und die Stats sind auch wesentlich besser. Krass. Die nehme ich doch mit. Dankeschön, Edalena. So,
wollen wir die auch direkt mal anlegen und diese roten Handschuhe verbannen aus unserem Inventar oder komplett von uns erstmal. Ja, geil. Her damit. Yeah, das sind coole Teile. Wahnsinn. Ja, Mann. This is what I'm talking about. Das sieht schon wesentlich mächtiger aus. Aber die Hose ist immer noch von Grund auf lächerlich. Die müssen wir echt auch loswerden. Das geht jetzt noch nicht. Ja, Edalina, schade. Schön war's. Ah, da unten ist der nächste Auftrag. Osmond, hey. Kenne ich dich nicht, Osmond? Habe ich dich nicht schon mal... Nee. Es ist schon mal einer irgendwo irgendwie mit Os, mit O. Hallo Osmond, ist wegen einer zurückgelassenen Lieferung auf 180. Ja, Wahnsinn. Ah, was für eine bodenlose Unverschämtheit. Was bilden die Typen sich ein? Ich würde am liebsten direkt alles hinschmeißen. Sieh dir die Bescherung doch nur an. Alles Hinterlassenschaften von Händlern aus Limsalominsa. Ich soll mich freuen und das Zeug verkaufen, sagst du? Pah, schön wär's. Den Schrott will doch keiner geschenkt. Die Kerle haben echt Nerven. Und ich nenn Hals, aber hallo. Ah, mein Blutdruck. Siehst du, wie die Äderchen auf meiner Stirn pulsieren? Ich kann ihren Tanz förmlich spüren. Mein Hausarzt wird mir die Leviten lesen, wenn ich mich wieder den ganzen Tag lang aufrege. Warum tust du nicht ein gutes Werk und entsorgst das ganze Zeug, während ich bei einem Fencheltee meine Nerven beruhige? Ich krieg ja schon ein Herz, Kaspar, wenn ich den Müll nur sehe. Tja, dafür sitzt du aber ganz schön gemütlich da, muss ich sagen. Hier im Nichts. Jetzt soll ich das Zeug hier entsorgen. Ja, wie mache ich das denn jetzt? Ich mache einfach mal rechtsklick drauf. Okay. Oh Gott, na gut. Easy going. Easy and going. Darf ich hier den Müll der anderen Leute hier wegräumen? Defekte Werkzeugkiste. Wunderschön. Und jetzt muss ich suchen. Ah, da hinten ist ein roter Kreis. Okay, ich verstehe. Da muss ich da wohl hin. Dann muss ich da wohl hin. Unterin. Pia Mondsichelbucht. Das Meer reicht bis zum Strande und dann verläuft's im Sande. Ein schöner Reim, mein kreativer Angler hier. Wahnsinn. Ich mag ja solche Sprüche. Sind mir ja immer sehr willkommen. Okay. Da hinten ist noch Zeug. Hallo, wer bist du denn? Fährenkapitän. Ich darf ja mal kurz durch hier. Oh, was hat er gemeint? Ein Fass voller Träume, eine Tasche voller Nichts. Ja. Poesie macht sich breit hier. An der Mondsichelbucht. Ja, Wahnsinn. Zieht euch das rein. Voll schön hier. Es ist voll schön hier. Also die Graphics auf das Spiel are wirklich impressive. I have to say. So, wollen wir hier noch das Zeug hier abgrasen. Und dann hat sich das...